Video zeige ich euch 5 Requisiten, mit denen ihr Zaubertricks machen könnt, die ihr auch wirklich immer dabei habt. Und somit hallo liebe Zuschauer und hallo liebe Leute, die oft rausgehen und Kaffee trinken. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie gesagt, Requisiten, mit denen ihr Zaubertricks machen könnt. Und diese Requisiten könnt ihr auch wirklich immer dabei haben. Eine Requisite ist vielleicht etwas größer. Das sage ich euch dann, aber das kann man trotzdem mit transportieren, wenn ihr zum Beispiel eine Tasche dabei habt. Eine Bauchtasche reicht auch und so weiter, ne? Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und das erste ist natürlich ein ganz klassisches Kartenspiel. Ja, du hast einfach ein Kartenspiel dabei und kannst damit verschiedene Sachen machen. Also, es muss auch kein präpariertes Kartenspiel sein, einfach nur ein ganz normales Kartenspiel. Du kannst damit eine bisschen Kartroutine machen. Du kannst, wenn du auch gerade einen Tisch hast, kannst du andere wie Reswindled oder sowas machen. Aber ich habe euch schon ziemlich viele Zaubertricks gezeigt, beziehungsweise mit Karten auch. Schaut euch einfach in der Infokarte zu meiner Kartentricks-Playlist an oder meiner Zaubertricks-Playlist. Da könnt ihr euch ein bisschen rumstöbern. Oder auch meine 28 Basics und Techniken-Playlist. Also da könnt ihr euch gerne rumstöbern zu einem Kartenspiel. Also Kartenspiel ist ganz Standard, kann man wirklich immer dabei haben. Die zweite Sache ist tatsächlich ein Zauberwürfel. Das ist die Sache, die tatsächlich ein bisschen größer ist. Ich kann euch damit zum Beispiel auch was ganz einfach zeigen. Also es gibt viele Sachen, die man tatsächlich damit machen kann mit Zauberwürfel. Ich weiß nicht, ist das gut genug? Ich weiß nicht. Wir machen einfach nochmal ein bisschen weiter und zack, ist er tatsächlich auch schon wieder gelöst. Oder wir können tatsächlich auch hinter meinem Rücken nehmen und ich kann ihn lösen. Also es gibt tatsächlich ganz verschiedene Sachen mit dem Zauberwürfel. Du holst ihn einmal raus. Alle sind davon begeistert und so weiter. Ich war zum Beispiel gestern, beziehungsweise es war ein Samstag, wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich in 2 Wochen schon, also 2 Wochen her. Aber da war ich tatsächlich auf einer Geburtstagsparty, ich habe den Zauberwürfel rausgeholt, alle waren erstaunt von dem. Sie wollten ihn immer wieder verdrehen, ich habe ihn gelöst und so weiter. Also Zauberwürfel gibt es ganz verschiedene Sachen. Was ich euch empfehlen kann, ist Q3 und auch andere Sachen oder auch Refraktor. Da sind richtig viele Stores und Routinen. Und so weiter. Das könnt ihr euch auch anschauen. Da müsst ihr einfach nur Refraktor eingeben. Und das ist total nice. Refraktor ist auch gut. Ja. Fällt nochmal was ein, dass zum Beispiel der Zuschauer sagt, er hat irgendeine Farbe von einem Zauberwürfel, zum Beispiel gelb. Dann nehmt ihr den hinter den Rücken und ihr verdreht ihn, sodass tatsächlich auf diesem Zauberwürfel kein Gelb mehr ist, außer unten. Unten ist noch gelb. Zum Beispiel der Zuschauer. Da sagt jetzt eine weitere Farbe, wie zum Beispiel blau. Dann kann ich den Zauberwürfel wieder hinter meinem Rücken nehmen und ihn schön verdrehen. Dann ist hier wieder kein Blau und Blau ist unten. Das kann man zum Beispiel auch mit Refraktor machen und dann kann man ihn ganz einfach wieder lösen. Ne? Das kann man tatsächlich auch machen. Also es gibt wirklich ziemlich viele Sachen. Ich glaube, wir haben sogar einen Download in unserem Zaubershop. Da gibt es auch was mit Zauberwürfel. Ist auch ziemlich cool. Ist so ähnlich wie Refraktor, nur nicht so umfangreich. Das ist ein Download, den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich weiß gerade nicht genau, wie er heißt. Wenn ich es weiß, kann ich ihn hier einblenden. Wenn nicht, dann nicht. Genau, also Zauberwürfel, ganz klassisch. Und so wie Kartenspiel auch. Weiter geht's mit Gummibändern. Ich habe kein Gummiband gerade um. Aber mit Gummibändern könnt ihr auch wieder ganz verschiedene Sachen machen. Ich habe euch ein paar Gummibänder-Effekte schon erklärt auf diesem Kanal. Auch wirklich auch nur ein paar. Ich glaube, Jude hat auch noch mal welche erklärt. Ich weiß nicht genau. Aber ihr könnt verschiedene machen. Matthias Berger hat dazu tatsächlich auch mal viele Effekte mit, beziehungsweise einen Effekt kann ich mich gut erinnern. Mit Gummiband oder auch Herbert, das könnt ihr bei Magic on Tap euch angucken. Herbert ist auch ein guter Effekt mit einem Gummiband. Oder Gummibänder könnt ihr generell einfach unter Armgelenk haben, ihr habt es immer dabei. Also das ist wirklich nichts, das ihr irgendwie einchecken müsst, ihr habt es einfach nur um Handgelenk.
Okay, das war jetzt eigentlich ziemlich schlecht, aber das ist zum Beispiel einer. Das wäre jemand schön oben den Daumen. Das ist nicht so gut, aber zack. Secret School hat tatsächlich auch einen Secret School Kurs zu Gummibändern gemacht. Könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Den habe ich auf jeden Fall auch. Und Gummibänder, einfach ganz nice. Weil du brauchst es nicht einstecken, du hast es einfach direkt umarmen und so weiter. Die nächste Sache ist tatsächlich ein Fingerhut. Und so weiter. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Fingerhüte würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Damit müsste ich mich tatsächlich auch noch weiter befassen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir kommen jetzt zur letzten Sache. Hm? Wir klopfen da herein. Entschuldigung, was ist denn? Möchtest du was zeigen? Ich bin gerade mitten im Videodreh. Naja, egal. Dann zeig's mal auch für die Leute, ne? Also, mein Lieber. Jenny, wolltest du schon immer mal eine magische Fähigkeit haben? Ja, sicherlich. Ein oder zwei? Vier. Okay. Ich habe hier einen Zufallsgenerator mit magischen Fähigkeiten. Zufallsgenerator für deine magische Fähigkeit. Ja? Und dort sind ganz viele magische Fähigkeiten abgebildet. Gedanken lesen. Alles wissen. Zeit zurückspulen. Dinge anziehen, like a magnet. Ganz viel Zeug zaubern. Ja, Zukunft reisen und so weiter. Schweben. Ganz viele magische Fähigkeiten. Ich wollte dich jetzt bitten, dass du irgendwo einmal aufschlägst. Ganz wenig einmal umschlagen. Ich darf den Begriff nicht sehen. Ich darf ihn auch nicht wissen, okay? Soll ich dir die Kamera zeigen? Genau. Kamera? Du musst dein Gesicht ein bisschen verdecken. Weißt du, ob man das genau gut sieht? Ja, so. Hast du? Okay. Dann merk dir mal deinen Begriff, okay? Ja. Da habe ich dir noch was mitgebracht, und zwar hier so vier Münzen, ja? Das sind so vier Half- oder amerikanische Dinger. Und ich würde dich jetzt bitten, öffne mal deine Hand. Okay, ich gebe dir jetzt nämlich diese vier Münzen in deine Hand und schließ deine Hand. Okay. Und nun würde ich dich bitten, denk nochmal an deine Fähigkeit, okay? Denk an deine Fähigkeit. Hast du? Ich glaube, deine Fähigkeit ist teleportieren. Richtig? Ja. Okay. Und glaubst du, du kannst jetzt teleportieren? Nein. Okay, denk mal daran, wie du Münzen teleportierst. Oder eine Münze teleportierst. Ja? Ich habe was gespürt. Eine Münze ist zu mir gewandert. Was ist da? Und guck mal bei dir, in deiner Hand. In deiner Hand siehst du noch... Das musst du schon vernünftig halten, ne? Also sorry, dass ich keine Münzen hinlegen habe. Drei Münzen. Übrigens, das, was ich gerade gezeigt habe, ist die Practical Coin Technik. Die gibt es bald auf magicmomentsonline.de zu lernen. Das ist cool. Ja. Aber das passt auch eigentlich ziemlich zu meinem Videothema, denn der letzte Punkt ist nämlich Münzen. Und das hast du wirklich immer in so einem kleinen Portemonnaie, hat Julian zumindest. Da hat er Trickmünzen und so weiter drin. Das hat er immer dabei. Und das ist ziemlich cool. Und würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt was lernen wollt, dann empfehle ich euch das. Und... Also von diesen fünf Sachen. Dann empfehle ich euch das und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich zeige euch jetzt, was ihr machen könnt, wenn ein Zuschauer sagt, dass du den Trick nochmal machen sollst. Und das könnt ihr euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, ciao!